Ja, hallo, willkommen zurück. Ich bin Christoph. Ich möchte euch heute mal wieder etwas Neues aus dem Hause Helikontext vorstellen, und zwar den Pencil Case Organizer. Pencil Case oder einfach auf gut Deutsch Federtasche, Federschlappe. Wunderschöner Organizer für Stifte, für den Büroalltag, aber natürlich auch für einen anderen Einsatz. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Organizer aufgrund der schön in Einteilung, perfekt ist auch im Bereich Geocaching oder als Gewürztasche für den Bushcraft-Outdoor-Bereich oder je nachdem, was ihr damit machen wollt. Auf jeden Fall wunderschöner Gegenstand für mich, für meinen Alltag, für mein Berufsleben. Und wenn du mehr davon sehen willst, dann bleib dran. Oder? Ja, da ist das gute Stück. Die Federtasche von Helikontext, besser gesagt Pencil Case, ist die direkte Modellbezeichnung in der Farbe Schattengrau. Wunderschöne Optik, gibt es noch in drei weiteren Farben, also insgesamt vier Farben bis jetzt. Ja, warum habe ich mir diese taktische Federtasche gegönnt? In erster Linie war ich natürlich mal wieder auf der Suche nach was anderem. Habe in letzter Zeit sehr viele Produkte von Helikontext mir gekauft und da war das Teil auch dabei. Und deswegen habe ich das natürlich auch mit in den Warenkorb gepackt. Also preislich sind wir hier je nach Plattform bei 14 bis 20 Euro. Und dafür habe ich das natürlich einfach mitgenommen. Wir haben hier wirklich eine 1A Federtasche und es musste halt einfach mal was Neues her. Ich habe eine alte Ledertasche gehabt, noch aus der Abi-Zeit. Und jeder, der mich bei Instagram verfolgt, hat gesehen, wie ich die geflickt habe. Das sah schon alles nicht mehr schön aus und gerade da ich ja auch im Außendienst tätig bin, musste halt mal was Neues her. Deswegen habe ich mich für die Pencil Case entschieden von Helikontext und jetzt zeige ich euch einfach mal warum. Kommen wir einfach mal zu den Maßen. Wir haben hier ein Gewicht von 82 Gramm, Breite 18 cm und Höhe und Durchmesser haben wir 6 cm. Außen haben wir Cordura verbaut, vernäht und innen halt Schlaufen und das Innenmaterial aus Nylon. So, geöffnet wird die Tasche mit einem Doppelreißverschluss von YKK. Und gleich kommt der Vorteil, der erste, wie ihr sehen könnt, hier passt jede Menge rein. Ich weiß gar nicht, ob das so rüberkommt. Hier kann man wirklich alles reinmachen und man hat dennoch ein kompaktes Case für seine Stifte oder für seinen Rucksack. So. Seht ihr das? Behält die Form. Knickt nichts ein, gar nichts. So, dann ich mal wieder raus. Ja, gehen wir mal zum Innenlehnen. Also wie gesagt, geöffnet mit Doppelreißverschluss. Und gleich seht ihr, dass die Tasche komplett geöffnet werden kann. Also wenn ich die auf dem Schreibtisch ausbreite, habe ich auf den gesamten Inhalt Zugriff. Wir haben elastische Bänder verbaut. Die halten einiges aus. Passt auch jede Art von Kugelschreiber rein, also verschiedene Größen. Ich habe jetzt hier einfach mal zwei Stifte in eine Schlaufe gepackt. Also hier passt locker ein Edding zum Beispiel rein oder vielleicht sogar ein Mini-Zollstock, falls jemand das nicht als Federtasche nehmen will, sondern vielleicht für Werkzeug. Könnt mir auch vorstellen, dass der eine oder andere das vielleicht im Außenbereich, also im Outdoor-Bereich für, keine Ahnung, vielleicht für Paddlinge benutzt, also im Geocaching-Bereich oder einfach als Gewürzschlaufen. Das ist ja das Schöne an diesen Organisern. Jeder hat einen anderen Einsatz. Willen oder möchte halt das Teil woanders benutzen. Wir haben dann hier auf der anderen Seite noch eine Netztasche mit Reißverschluss. Hier kann man kleine Materialien reinpacken, die man im Büro so braucht. Ich habe jetzt hier einfach noch meinen USB-Stecker dabei, eine Extramine. Eigentlich sind immer noch ein paar Post-its dabei. Was habe ich hier noch? Eine Pommesgabel für die Mittagspause mit den Kollegen. Also hier passt wirklich jede Menge rein. Ja, wie gesagt, von Helikontext finde ich super toll und wer es halt nicht im Rucksack dabei haben möchte oder in seiner, keine Ahnung, Bauchtasche oder je nachdem oder Seitentasche, was auch immer ihr benutzt draußen, der hat eine andere Möglichkeit, um diese Tasche zu transportieren. Und zwar sehen wir das auf der Rückseite. In der heutigen Zeit möchte ja jeder Hersteller irgendwie weg von diesem Molle-System oder eine Erweiterung sich holen für das Sortiment und das ist ja heutzutage alles, was mit Klett zu tun hat. Und dafür haben wir hier auch zwei Klettbefestigungen.
Und mit Hilfe dieser Befestigung kann ich diese Federmappe natürlich auch im Rucksack kinderleicht platzieren. Einfach raufpappen ans Velour-Klett und dann habe ich eine schöne Ordnung bei mir im Rucksack und kann die Federtasche natürlich dann auch ziemlich schnell gleich an oberster Front abziehen und auf den Schreibtisch packen. Ja, also die muss halt nicht tief im Rucksack verstaut sein, wenn ich jetzt noch zum Beispiel mein Lunchpaket dabei habe und meine Flasche und vielleicht noch einen Aktenordner und. Und so habe ich das einfach ganz oben im Rucksack dabei und fertig. Ja, was sagt ihr zu dieser taktischen Federtasche? Wäre das was für euch oder sagt ihr, oh Gott, braucht man nicht? Ich würde mich freuen über euren Kommentar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.